Karl der Kühne hatte vor der Schlacht von Murten im Jahr 1476 sein Militärlager in Monthey errichtet. Annemarie und Nicolas de Praromont, die Herren von Monthey, wohnten in dieser schönen Villa mit zwei Türmen. Im Jahr 1639 wurde Nicolas, ein Offizier im Dienste Frankreichs, an die Front geschickt. Der Kampf wurde heftig, und als er spürte, dass seine Stunde nahte, gelobte er, im Falle seiner Rettung eine Kirche vor seinem Haus zu bauen. Nicolas kehrte zurück und baute die kleine, der Dreifaltigkeit geweihte Kirche in Monthey. Ein Sohn starb jedoch und seine Mutter wünschte sich, dass einer der Engel auf dem Altar der Kirche ihr Kind darstellt. Es ist der Engel mit dem Kreuz auf der Stirn. Die Familie ist auch auf dem Gemälde am Hauptaltar zu sehen. Im Oktober 1831 nahm das Schloss von Monthey die französischen Sacré-Cœur-Schwestern auf und wurde zu einer Schule. Die Gründerin, die heilige Magdalena Sophie Brun, hielt sich dort mehrmals auf. 1875 verwandelte Gräfin Victoire de Marigny das Schloss mit Hilfe der Ursulinen-Schwestern und später der Schwestern von Ingenbohl in ein Waisenhaus. Im Jahr 1908 wurde die Leitung des Waisenhauses den Schulbrüdern und später dem weltlichen Klerus übertragen. Im Jahr 1955 leiteten die Salesianer-Patres das Institut Marigny. Im Jahr 1960 wurde das Institut in eine Schule für junge Welsch- und Deutsch-Schweizer umgewandelt. Im Jahr 1961 wurde die Schule von den Salvatorianern übernommen, die den neuen Flügel für das Internat und die Sekundarschule bauten. Im Jahr 1979 wurde es zu einer Unterkunft für vietnamesische Flüchtlinge. Im Jahr 1981 übergaben es die Salvatorianer-Patres den Focolaren und es begann der Ausbau zur heutigen Siedlung. 1982 wurde diese von Chiara Lubich eingeweiht und Mariapoli Foco genannt. Sie soll ein Zeugnis des evangelischen Lebens und eine Oase des Friedens sein. Hier wurden im Laufe der Jahre junge Menschen aus der ganzen Welt ausgebildet, die mit dem Wunsch im Herzen weggegangen sind, zur Verwirklichung des Traums Jesu beizutragen, dass alle eins seien.